Moin Jungs und Mädels, ich bin's wieder, euer Flushi Zockt und herzlich willkommen zu meinem neuen Part von Mario Kart 8 Online. Wie ihr vielleicht schon alle wisst, möchte ich jetzt ab sofort weiter auf der Wii U machen. Ich hatte letztes Mal, vor 2 Tagen oder so, sich eine spontane Folge Mario Kart 8 Deluxe aufgenommen. Ich möchte einfach mal wirklich damit abschließen mit Mario Kart 8 Deluxe. Ich hoffe mal, dass ihr das auch akzeptiert. Wenn ihr das gerne geguckt habt, tut mir leid, Leute. Ich hatte irgendwie nicht so Spaß gehabt, ohne Firehopping und so. Und klar, kann man das vielleicht nicht begreifen. Dann könnt ihr von mir aus abhauen. Nee, Spaß. Ihr seid natürlich herzlich willkommen hier. So, ich hoffe, es geht euch gut. Mir geht's, ja, soweit gut. Und ich hatte heute einen Berufsschultag gehabt. Und ja, ich musste heute in der ersten Stunde eine Klassenarbeit schreiben. Das war schon anstrengend. Vielleicht kennt ihr es ja selber so. Am Anfang ist man immer müde. Hat man eigentlich keinen Bock so auf Unterricht, aber naja. Ich musste mich durchschlagen. Jeder musste sich durchschlagen. Und ich hatte eine Klassenarbeit in Deutsch geschrieben heute. So. Es war auch ganz easy. Ich glaube schon, dass ich locker. Ja, ich will jetzt nicht sagen, so, dass ich eine 1 oder. Doch, ich bin mir schon sicher. Ich habe ein sicheres Gefühl. Das ist eine gute Note. Rauskommen wird. Mal schauen. So. Ist ja ganz ruhig. Ne? Hier ganz entspannt. Da kann man schon mal über was weiteres noch sprechen. Ja, es ist letzter Zeit echt. Was soll ich sagen? Ja, so das Wetter heute und so. Ich weiß nicht, also. Es ist ja im Moment echt ein mieses Wetter, da kann man da echt nichts machen, als mal aufzunehmen. Und es ist ja echt nur am Pissen draußen, also es ist auch die ganze Zeit bewölkt, dunkel, also ja. Es ist echt dunkle Wolken ziehen hier rüber und ja, ist nicht so schön. Es muss auch mal wieder die Sonne rauskommen. Oder wie seht ihr das, Leute? Ist bei euch wahrscheinlich auch ein Misswetter im Moment. Also hier in Nordrhein-Westfalen kann man sagen. So. Aber ich muss ehrlich sagen, ich bin so ein Freund. Ja, wenn die Sonne. Wir brauchen ja Licht, ne? Also so. Wenn ja kein Licht ist, ne, dann ist es ja Depression und alles. Dann ist man ja automatisch. Hat man ja schlechte Laune. Ne? Vielleicht wisst ihr, was ich meine. Wenn ja die Sonne scheint, dann hat man ja Energie. Dann hat man gute Laune. Das ist automatisch, also normal so. Gut, ich bin mal gespannt. Da muss jetzt was Gutes rauskommen. Okay, 13 Pluspunkte. Ist ja nicht gerade. So Leute, neue Gruppe, neues Glück. Ich wollte einfach mal schauen, ob ich vielleicht irgendwo woanders noch Glück habe. Also es war ja weiterhin so wenig geblieben, wo ich vorhin drin war. Und darum. Naja, es hat sich aber ein bisschen was getan. Ist schon ein bisschen mehr hier. Okay, fahr mal drauf. Damit kann ich leben, alles klar. So. Gut, da sind ja ein paar bekannte Leute. Oder, naja, geht eigentlich. Man trifft ja eigentlich fast meistens immer so die bekannten Leute so. Na, komm jetzt. So. Gut, das ist ja wieder so eine Strecke. Die muss echt nicht wirklich ausgewählt sein. Muss man echt nicht unbedingt wählen, ey. Besonders wenn die auf 200 CCM ist, ey. Da hätte ich überhaupt keinen Bock. Weil da fällst du eigentlich so gut wie hier ins Loch oder in die Tiefe. Leider ist das ja nur auf 150, erleichternderweise. So. Aber die sind hier gar nicht mal schlecht, ey. Heftige Typen. Was war das denn für eine Aktion? Nein. Ich habe gerade den Bowser gesehen, wie der mich
wieder ein Überholmanöver machen wollte. Sah schon krass aus. Aber ist dann runtergefallen. Ah, der zieht eine 8. Scheiße. Fuck, okay, das war's. Das war's. Gut, dann eben Dritter. Da muss man auch nicht klagen. Ich hatte ja, boah, das war jetzt eigentlich vor der Aufnahme passiert, da hatte ich mich ein bisschen warm gefahren und da hatte ich ärgerlicherweise ein Disconnect bekommen, also Daten, also Internetverbindung ist einfach abgeschmiert und ja, Disconnect. Ätzend. So, jetzt muss aber der erste Platz drinne sein, Kappa. Ja, auf jeden Fall merke ich hier, dass es auch wieder weniger wird und wahrscheinlich könnte das ja sein, dass der Online-Modus langsam ausstirbt. Kann das sein? Vielleicht muss ich doch auf der Switch wechseln. Naja, wenn es wirklich so passiert, wenn es passieren sollte, dass der Online-Modus aussterben wird, ne, dann würde ich wirklich wechseln. Dann müsste ich das wirklich mal riskieren. So. Na, das ist wieder so ätzend, ey. Ja, da. Das ist wieder wirklich absolute Top-Leistung. Und ich weiß, ich meckere zu viel, ich jammer rum. Aber man muss es verstehen, Leute. Immer wenn man eine schlechte Platzierung macht, wisst ihr, wenn man so extra auf jemanden abfacken will, ne, dann ist das so. Dann jammert man eben. Und das ist nicht unmenschlich, wenn man einmal so rummeckert. Ja, ist klar, das hält sich in Grenzen, ne. Aber so einmal so scheiße und so oder schlecht gelaunt zu sein, einmal kurz, das geht eigentlich vollkommen klar. Die wollen es wissen. Ja, klar. Jetzt bin ich auch am Arsch. Ja. Okay. Das war jetzt wirklich absolut wieder genial gemacht. Oh mein Gott, ey, das ist doch wieder der letzte Rotz, ey. Ist wieder so absolut geil. Pff, Junge, was kriege ich denn für eine Rotze eigentlich? Ja, wow. So, Leute, es ist endlich voll. Ich habe darauf gewartet. Jetzt ist es soweit. Und ich bin mir sicher, jetzt muss der erste Platz drin sein, weil ihr seht ja, wir machen hier weiter auf Yoshis Piste. Was laber ich denn? Und ja, das ist ja Heimvorteil, da muss ich doch Erster werden. So, da musste. Ach, komm jetzt, Alter. Ätzende Scheiße, ey. Immer wieder auf den YouTuber losgehen, ne? Nichts anderes habt ihr zu tun, ne? Immer das gleiche hier, immer das gleiche Scheißspiel, ey. Immer auf den Kleinen. Ne? Ich merke ja, es sind wieder nur Schwergewichtfahrer, die nichts Besseres zu tun haben, ey, als mich abzufacken. Ja, wow. Bombe. Bin weg. Ich sehe schon, ja. Na, ich lass ihn mal vor. Ich bin mal so ein Ehrenmann. Scheiße. Ja, komm, gib mir ein bisschen Boost. Oh, schade, ey. Der hat ja noch den Pilz. Ja, er ist echt gut, der Typ. Der macht sogar die Abkürzung. Wow, hätte ich nicht gerechnet.
Ja, der ist nicht gut. Der ist schlecht. Ach, was laber ich denn? Ja. Okay, ja, ich hab Respekt. Klar. Oh Mann. Ich komme nicht gerade klar, was ich gesagt habe. Also, es ist... Ich manchmal laber ich wirklich irgendein Zeug. Ist ja was wirklich nicht verständlich ist. So Leute, dann machen wir schon mal das letzte Rennen unsicher. Mal schauen. So, ja. Und go! So. Jetzt reißt sich zusammen, Yoshi. Es geht nämlich um die Weltmeisterschaft. Kappa. So. Ja, auf jeden Fall sind das hier harte Konkurrenzen. Konkurrenzen. Boah, ich. Scheiße, Alter. Mein Deutsch ist wieder. Kann man echt gegen die Wand klatschen. So. Wenn ihr Fragen habt, Leute, ich bin echt ein offener Typ, ne? Also. So. Ja. Ich weiß, ihr mögt mich. Mögt alle. Schubst mich alle. Okay, das ist ja der größte Betrug. Wow. Ja, was soll ich sagen, Leute? Was soll ich dazu sagen? Da komme ich echt nicht weit. Ey, der hat sich jetzt gerade ernsthaft selber gebombt, ne? Der Japaner. Heft. Ich sag gar nichts. Ich bin weg. Ich bin weg! Leck mich. Wow. Trotzdem Vierter geworden, ne? Bei so ein Chaos, Leute. Könnt ihr euch das geben? Also. Ach. Krank. Egal, scheißegal. Leute, der erste Platz, der muss drin sein. Ich kann nicht, ich mache jetzt einfach eine Revanche. Ich kann nicht anders, Leute. Ist so. So, Leute, dann machen wir mal das letzte Rennen unsicher. Mal schauen, was hier geht. Instrumentalpiste, ja. Bekannt vom 3DS. Aber ist doch scheißegal. Oh, fuck. Ach, was machst du? Ich lenke hier voll falsch. Ich lenke rechts, ey. Wo bin ich denn, ey? Auf welchen Planeten wir? Alter. Ja, guck dir das an, Alter. Ich habe gesehen, dass der eine Freund, also der David, der Niederländer, kein Wort labern jetzt. Es geht nämlich hier. Ja, klar, das war's. Das war so gay. Ich weiß, das war so gay. Das war so gay. Junge. Ich weiß auch nicht. Ich bin echt. Reiß dich am Riemen. Echt. So wird das nie was mit deiner Karriere.
Gas. Nein, er fällt da runter! Junge! Ich werd wahnsinnig! Ich schwör's dir, Alter, ich dreh am Rad. Komm jetzt, gib Gas! Gib Gas! Scheiße! Und er lässt mich vor! No homo, natürlich, ne? Also, no homo gemeint, ne? Also, sag mir nicht. Also, ich bin jetzt nicht schwul, ich bin heterosexuell, alles gut. Ja. Er ist einfach nur korrekt. Ja. GG. David. Good race. Ah, ja. Okay, dann, Leute, würde ich sagen, das ist doch ein guter Abschluss. Da muss ich auf jeden Fall nicht meckern. Und haut rein, Leute. Bis beim nächsten Mal.